Am 18. Jänner 2024 lud Brigadiermagister Gernot Gasser gemeinsam mit Oberst des Generalstabs Dieter Schadenböck und Oberst Christian Lüpersbeck zu einer Pressekonferenz in der Martin-Kaserne in Eisenstadt ein. Die Veranstaltung hatte zum Ziel, einen Rückblick auf das Jahr 2023 zu werfen, die aktuelle Situation des Bundesheeres im Burgenland zu beleuchten und einen Ausblick auf die geplanten Vorhaben im Jahr 2024 zu geben. So, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Presse, ich darf Sie recht herzlich heute begrüßen zu unserem alljährlichen Pressefrühstück. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und heute hier sind. Ich darf vorstellen, heute wird sprechen Brigadier Gernot Gasser, der Militärkommandant des Burgenlandes. Schönen guten Morgen. Dann Oberst des Generalstabs Dieter Schadenböck, der Kommandant der Heeresgruppenschule. Morgen. Und Oberst Christian Lüpersbeck, der Kommandant des Jägerbataillons 19 aus Güssing. Schönen guten Morgen. Um das Ganze gleich zu beginnen, darf ich den Herrn Brigadier beginnen mit seinen Worten. Dankeschön. Danke vielmals. Das Jahr ist noch jung genug, um zunächst einmal Ihnen allen viel Gesundheit, viel Erfüllung und viel Erfolg im neuen Jahr zu wünschen. Geschätzte Damen und Herren, wir drei, das österreichische Bundesheer, sind in der glücklichen Lage, tatsächlich heute vor dem Hintergrund, wie wir meinen, einer historischen Trendwende diese Pressekonferenz abhalten zu können. Das Bundesheer ist erstmals mit einem Budget ausgestattet worden, das uns ermöglicht, wieder die militärische Landesverteidigung zu verfolgen und ins Visier zu nehmen. Das wird ein wesentlicher Bestandteil auch unserer Pressekonferenz sein. Wir werden uns die Pressekonferenz zu dritt aufteilen, wie es Tradition ist. Ich werde mich auf die allgemeinen Punkte, die das Burgenland betreffen, beziehen und die generellen Entwicklungen des Bundesheeres ins Auge fassen, und meine beiden Kameraden werden sich primär auf ihre Dienststellen beziehen. Was haben wir, das Bundesheer im Burgenland, im letzten Jahr erreicht? Ich beginne mit dem Grenzeinsatz. Wir haben in etwa 30.000 illegale Migranten aufgegriffen, mit der Polizei gemeinsam registriert. Das ist eine sehr erfolgreiche Bilanz und es ist vor allem eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir waren für Österreich, für die Burgenländerinnen und Burgenländer im Einsatz und haben uns auf den Einsatz vorbereitet. Wir waren zweimal im Hochwassereinsatz, einmal durch das Jägerbataillon 19, einmal im Bereich des Düppels gemeinsam mit der Heerestruppenschule. Wir haben einen Schilfbrand, also die Löschung des Schilfbrandes mit Blackhawk-Einsätzen unterstützt. Das Jägerbataillon 19 war im Ausland und die Heerestruppenschule hat auch unter anderem die Übung Konstruktor geleitet und durchgeführt, die der Heranbildung und Ausbildung von Kaderanwärtern dient. Insgesamt haben wir im Burgenland, wir drei, rund 1.000 Rekruten ausgebildet. Wir haben Kaderanwärter ausgebildet, wir haben wesentliche Investitionen in die Infrastruktur getätigt, im letzten Jahr rund 3 Millionen und im heurigen Jahr werden es fast 7 Millionen werden. Wir haben eine sehr positive Entwicklung im Burgenland hinsichtlich des Zuspruchs zum Wehrdienst versus Zivildienst. Und was uns besonders freut, wir nehmen das aber auch als Resonanz für unsere gute Arbeit, ist, dass wir alle Dienststellen im Burgenland eine sehr hohe Personalbefüllungsrate haben. Also wir sind weit über 80% und das ist deutlich über dem Bundesschnitt. Ich habe mich Jetzt sieht man die Säulen, oder? Passt. Ich habe mich bezogen auf den positiven Trend im Burgenland. Sie wissen, Wehrpflichtige, nachdem sie tauglich sind, können sie sich entscheiden zwischen Wehrdienst und Zivildienst. Und da haben wir in den letzten Jahren schon einen sehr guten Trend gehabt und der Trend setzt sich fort und steigert sich sogar noch ein wenig.
während wir im Bundesschnitt ungefähr 55% Zuspruch zum Wehrdienst versus 45% zum Zivildienst haben, haben wir im Burgenland 68% Zuspruch zum Wehrdienst und das ist super, das ist sensationell. Aus unserer Sicht ist das aber auch eine Folge guter Ausbildung und auch eine Folge des Ansehens des Bundesheeres, dass wir uns durch Einsätze, durch Übungen aus meiner Sicht auch verdient haben. Eine Folie zum Assistenzeinsatz. Da ist zu berichten, dass derzeit eigentlich ein sehr geringes Aufkommen ist. Das Bundesheer hat ja Assistenzeinsätze an der Grenze in Tirol, in Kärnten, in der Steiermark und im Burgenland. Die Masse der Soldaten sind im Burgenland eingesetzt. Derzeit ist die Obergrenze mit rund 450 Soldaten festgelegt. Und da darf ich mich an dieser Stelle noch einmal bedanken bei der Polizei. Wir haben eine fantastische Zusammenarbeit. Und ganz wichtig ist auch, nämlich für das Bundesheer, dass wir versuchen, möglichst keine Grundwehrdiener an der Grenze mehr einzusetzen, nicht weil sie es qualitativ nicht könnten, sondern vielmehr, weil der Grundwehrdiener für das Bundesheer ein wesentlicher Bestandteil der Einsatzbereitschaft und der Einsatzstärke ist und der Grundwehrdiener soll die 6 Monate durchaus gebildet werden. Jeder Grundwehrdiener, der 3 Monate an der Grenze ist, ist nicht fertig ausgebildet und geht uns für die Einsatzstärke, aber auch für die Miliz und zum Teil auch als Kaderanwärter verloren. Das Market-Institut hat im Oktober letzten Jahres eine Umfrage gemacht und da sind ein paar interessante Ergebnisse zutage gefördert worden. Ich möchte nur auf die aus meiner Sicht 2 wesentlichsten eingehen, die da jetzt fett herausgestrichen sind. 3 von 4 Österreichern haben Vertrauen in das österreichische Bundesheer. Das ist eine sehr sensationelle Zustimmung. Noch einmal, das fällt nicht vom Himmel. Aus meiner Sicht ist das Ergebnis unserer guten Arbeit, unserer Zuverlässigkeit und unserer Professionalität. Ein sehr wichtiger Bereich, weil auch aktuell, und ich komme noch einmal zurück zur historischen Trendwende, 69% der Bevölkerung stimmen der Budgeterhöhung zu. Und wenn wir uns rückversetzen in die letzten Jahrzehnte, ist das schon eine positive Ausnahmesituation. Ja? Und das ist das, warum ich sage, wir sind in einer historischen Trendwende. So, der nächste Punkt umfasst sozusagen den Inhalt der historischen Trendwende. Budget, was damit geschehen soll und wie wir die nächsten Jahre gestalten. Eine Bedrohung für Österreichs Grenzen kann nie ganz ausgeschlossen werden. Doch wir sind gerüstet mit der Mission vorwärts des österreichischen Bundesheeres. Mission vorwärts ist die große Neuaufstellung des österreichischen Bundesheeres. Über die nächsten 10 Jahre werden über 16 Milliarden Euro in die Modernisierung des Bundesheeres investiert. Die Welt um uns verändert sich und mit ihr die Herausforderungen, denen sich unser Land stellen muss. Für die Sicherheit unserer Bevölkerung ist es erforderlich, mit einem kampfkräftigen und modernen Heer für aktuelle und zukünftige Bedrohungslagen zu rüsten. Wir schützen das österreichische Staatsgebiet und können es im Notfall auch verteidigen. Um bei einer Bedrohung unserer Grenzen schnellstmöglich reagieren zu können, setzen wir aktuell und in Zukunft folgende Maßnahmen. Individualschutz für unsere Soldatinnen und Soldaten. Alle unsere Einheiten sind mit modernster Schutzausrüstung, Spezialequipment und Bewaffnung ausgestattet. Auch für den Kampf im urbanen Raum. Erhöhung der Mobilität in der Luft, zu Wasser und am Lande. Im Ernstfall zählt jede Sekunde. Es hat für das österreichische Bundesheer höchste Priorität, die Lage aufzuklären, um schnellstmöglich am richtigen Einsatzort zu sein. Wir verfügen über eine hohe Dynamik und Schlagkraft, um im Kampf überlegen zu sein. Beste Ausbildungs- und Trainingsmöglichkeiten. Wir stellen sicher, dass unsere Soldatinnen und Soldaten in jeder Waffengattung bestens aus- und weitergebildet werden. Sie müssen jeden Tag Einsatz für Einsatz die höchsten Standards erfüllen.
können sich erinnern, letztes Jahr beim Pressefrühstück haben wir die Budgetentwicklung erstmals dargestellt. 2023 haben wir mit diesen 680 Millionen mehr knapp an der 1% BIP-Marke geschrammt. Und dieses 1% BIP hatten wir zum letzten Mal vor 35 Jahren. Seitdem haben wir uns sukzessive heruntergearbeitet auf bis zu 0,5% BIP. Das heißt, das letzte Jahr war schon quasi eine Verdoppelung des Status. Heuer ist es nicht 680 Millionen mehr, sondern knapp über eine Milliarde mehr. Und daher steigert sich noch einmal die BIP-Rate und wir kommen über 1% BIP. In Summe, und ich wiederhole das nochmal, haben wir mehr als 5 Milliarden in diesen 4 Jahren mehr bekommen als ursprünglich geplant. Im Video wurde es angeschnitten, es gibt 3 große Bereiche, die da auf der linken Seite gehighlightet sind, in die investiert wird: Mobilität, persönliche Ausrüstung, Schutz und Wirkung, sozusagen die zweite Säule, und die dritte Säule ist Autarkie und Nachhaltigkeit. Was passierte mit diesen 680 Milliarden? Was wurde alles angeschafft? Das ist ein Auszug der Beschaffungen, die 2023 getätigt worden sind für das österreichische Bundesheer. Ich will da gar nicht auf einzelne Positionen eingehen, aber wenn wir vielleicht herausgreifen, 10 Bandure, wir haben ja schon Bandur in Verwendung, und es kommen jetzt weitere 10 dazu und sukzessive erhöht sich die Anzahl jetzt in den nächsten Jahren und die ersten Mehrzweckhubschrauber Leonardo sind ebenfalls eingetroffen und eine ganze Latte von Investitionen in die persönliche Schutzausrüstung. Was davon ist im Burgenland angekommen? Und auch da ist die Liste sehr lang, von Bewaffnung über Ausrüstung, Nachtsichtgeräte, Fahrzeuge, ist im Burgenland in den verschiedensten Dienststellen unterschiedliches angekommen. Das ist sehr positiv, das ist nicht immer sichergestellt, dass im ersten Jahr eines Investitionsschubs auch bis hinunter diese Beschaffungen ankommen. Das ist der Fall und das ist auch unglaublich wichtig, nicht nur für die Qualität des Dienstbetriebes, sondern auch für die Motivation der Leute. Was schafft das Bundesheer im nächsten Jahr an? Mit dieser Milliarde werden jetzt schon sehr große Brocken in Angriff genommen. Wieder sehr viele Fahrzeuge, eine größere Tranche von Banduren und Dingos. Der Bereich der bestehenden Schützenpanzer und Kampfpanzer wird modernisiert. Weitere Hubschrauber kommen. Also auch hier eine sehr positive Entwicklung. Neben diesen Beschaffungen gibt es aber eine zweite Säule, die wesentlich und entscheidend für das Gelingen dieses Aufbauplanes sein wird, nämlich Personal. So, und wie Sie wissen, kämpfen alle mit Personal, also nicht nur die Einsatzorganisationen, sondern auch der zivile Arbeitsmarkt. Bei uns wird es in mehrerer Hinsicht erkennbar, ja, zum einen bei den Grundverdienern. Wir haben vor 10 Jahren noch 21.000 Grundverdiener gehabt, jetzt haben wir 15.000. Also da haben wir alleine 6.000 Grundverdiener weniger. Die Zahl der Untauglichen steigt tendenziell, wenn auch nur leicht, aber auch der Abgang Richtung Zivildienst tut uns weh. Also sowohl im Grundverdienerbereich ist das Personal eine Challenge, aber auch im Bereich des Kaderpersonals, also der Berufssoldaten und der Zivilbediensteten. Wir haben im Bereich der Berufssoldaten so im Schnitt 75% personelle Befüllung. Ich habe darauf hingewiesen, dass wir im Burgenland mehr als 80 haben. Das ist so der Bundesschnitt. Und das ist suboptimal. Wir müssen uns daher wirklich nach der Decke strecken und alles Mögliche tun, um Personal zum einen zu halten, aber auch neues Personal zu werben. Und wir haben nicht nur ein Problem mit den Pensionsantritten, das wäre ja grundsätzlich planbar, sondern wir haben auch ein Problem mit Austritten davor. Ja, weil der zivile Arbeitsmarkt schon sehr
eine harte Konkurrenz, vor allem in gehaltsmäßiger Hinsicht, darstellt. Und zum Teil haben wir die Einsatzmöglichkeiten und vor allem das private Umfeld der Soldaten in den letzten Jahren, ich sage nur Stichwort Covid, überreizt. Ja, aber dann stellen sich die Soldaten die Frage, stimmt die Relation noch? Ja, stimmt, so selten wie ich zu Hause bin, stimmt dann noch der Gehalt? Das kann ich in der Privatwirtschaft in geordneter Zeitkonstellation und mit mehr Geld unter anderem besser haben. Daher hat sich das Bundesheer einen Fokus auf das Personal gesetzt. Ja, das Stichwort lautet Mission Vorwärts. Es ist eine Personaloffensive mit der Zielsetzung, Personal zu halten und neues Personal zu werben. Das Bundesheer muss noch attraktiver werden. Ein Teil ist jetzt mit Sicherheit durch die Budgeterhöhung und neuen Gerät, weil neues Gerät, Modernisierung ist immer ein positiver Anreiz, eine Motivation. Aber es müssen andere Begleitumstände auch passen. Ja, die Work-Life-Balance ist halt ein Schlagwort, das auch nicht an den Soldaten vorübergeht. Der Gehalt muss passen und anderes. Und Sie sehen hier eine ganze Liste an Maßnahmen, die getätigt worden sind, um die personellen Rahmenbedingungen dementsprechend zu verbessern, zu gestalten. Ja, freiwilliger Grundwehrdienst für Frauen, die Milizprämien wurden erhöht, das Taggeld der Grundwehrdiener wurde erhöht, die Gehälter auch der Gruppenkommandanten und Zugskommandanten, also jene, die in der Ausbildung sind. Also ein Rattenschwanz von positiven Maßnahmen, aber nichtsdestotrotz, ja, da müssen wir am Drücker bleiben und wir müssen noch mehr Anreize setzen, um wirklich auch die personellen Voraussetzungen für diese historische Trendwende zu schaffen. So, wen suchen wir? Auch wiewohl wir eine gute Personallage haben, wir haben noch keine perfekte Personallage. Also wir haben noch Raum zur Verbesserung, wie es so schön heißt. Wir suchen also zwei Personengruppen und ich appelliere da an Sie, an die Presse und an die Medien, uns dabei zu unterstützen. Letztendlich eine Unterstützung unserer Personalwerbung ist letztendlich auch ein positives Investment in unser aller Sicherheit. Zwei Personengruppen suchen. Wir suchen Soldaten und Zivilpersonen. Und bei den Soldaten kann es sich handeln um zukünftige Berufssoldaten, aber auch um Soldaten, die sagen, sie möchten ein paar Jahre beim Bundesheer verbringen und sich dann weiterentwickeln, weiter verändern. Zum Beispiel beim Jägerbataillon 19 gibt es die Kaderpräsenzeinheiten. Ja, das sind Soldaten mit einem gewissen Zeitvertrag, die professionellst ausgebildet sind, die Speerspitze unserer Armee sind und vor allem für Auslandseinsätze vorgesehen sind. Also hier gibt es einen massiven Bedarf und alle unsere Truppensteller, alle unsere Dienststellen brauchen Kadernachwuchs. Junge Burschen und Mädels, die im Bundesheer ihre berufliche Aufgabe suchen und finden. Die Abkürzungen BN, IS und GS stehen für unsere drei großen Garnisonen, Burgneudorf, Eisenstadt und Güssing. Und Sie sehen auch die Telefonnummern, das wäre sozusagen der Kontakt, wo sich Interessenten melden können. Die Zivilpersonen, die sind auch ein Bestandteil, ein wichtiger Bestandteil. Ja, wir haben, das Bundesheer ist ein Uhrwerk, da sind viele Rädchen drinnen, das sind militärische, aber auch zivile Rädchen. Wir suchen vor allem in Burgneudorf Forstmitarbeiter, wir suchen Mechaniker, wir suchen zum Beispiel einen Schuster in Güssing. Also auch Zivilpersonal ist gesucht. Wir wollen noch besser werden im Burgenland und wir wollen noch bessere personelle Voraussetzungen schaffen. Ich darf jetzt an den Kommandanten der Heerstruppenschule übergeben. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf auch alles Gute im neuen Jahr, Prosit 2024, wünschen. Ich glaube, das geht bis Monatsende, dass man das wünschen darf. Ich mache es einfach. Ich muss mich heute ein bisschen entschuldigen. Vielleicht habe ich das technisch, muss ich meine linke Hand verwenden, nachdem die rechte ein bisschen angeschlagen ist. Auch zur Heerestruppenschule. Ich werde im Wesentlichen eingehen, was sind wir, was war unser Rückblick, also die Bilanz 2023
und was werden wir 2024 tun. Die Heerestruppenschule ist eine Einrichtung. Im Bundesheer gibt es Akademien und Schulen und die Verbände bzw. die Militärkommanden. Die Akademien und Schulen sind vor allem dazu da, unseren Kadernachwuchs auszubilden. Offiziere und Unteroffiziere, Berufssoldaten und Milizsoldaten. Die Akademien, die Militärakademie und die Heeresunteroffiziersakademie machen dabei die allgemeine Ausbildung. Und die Schulen machen die fachspezifische, sprich die Ausbildung in den Waffengattungen. Und die Heerestruppenschule per se ist die Schule der Landstreitkräfte und ich habe im Wesentlichen alle Waffengattungen bei mir, die da im Gefecht am Boden zusammenwirken müssen. Ich komme dazu später. Das heißt, wir machen die fachbezogene Ausbildung unseres Kadernachwuchses. Und die zweite wesentliche Säule, die wir machen, wir sind in die Weiterentwicklung der Waffengattungen massiv eingebunden. Wir sind auch dort einer der Motoren der Weiterentwicklung und das ist dann unsere Rolle vor allem im Aufbauplan, zu der ich noch kommen werde. Ja, ein paar Worte, wo findet sich die Heerestruppenschule überhaupt wieder? Im Wesentlichen sind wir verteilt über das gesamte Bundesgebiet. Der Sitz des Kommandos, wenn ich so will, das Hirn und die Grundlagenabteilung, also meine Denkfabrik, haben hier den Sitz hier in Eisenstadt, in diesem Gebäude im Wesentlichen. Im Burgenland habe ich dann noch in Bruckneudorf das Institut Infanterie, das Institut Pionierwesen und meine zweite Ausbildungskompanie. Dort ist die Rolle so, dass die Institute die Kaderausbildung machen, sprich die jungen Unteroffiziere und Offiziere ausbilden und die Kompanien Grundwehrdiener ausbilden. Und diese Grundwehrdiener dienen vor allem dazu, eine Ausbildungsunterstützung für das Kaderpersonal für die Institute zu bieten. Da habe ich das Glück, dass ich in der Waffengattung meistens ausbilden kann, gegenüber den Verbänden bisher. Das ist der Bereich, der im Burgenland abgebildet ist. In Niederösterreich ist abgebildet in 12 Achsen mein Institut Panzer und Panzergrenadier, das Institut Aufklärung, wobei die Aufklärung ein wesentlicher Schwerpunkt im Aufbauplan ist und die massiv aufwachsen soll. Das Institut Artillerie, meine Werkstatt und eine weitere Ausbildungskompanie. Dann habe ich noch Teile in Melk, das sind Teile meines Instituts Pionier, alles was mit Wasserfahrdienst, mit Übersetzdienst zu tun hat, also sprich vom Außenbordmotor bis zur 50-Tonnen-Fähre. Die sind in Melk beheimatet, weil wir dort einfach den Donauzugang brauchen, damit wir dort arbeiten können. Und im Westen, in Saalfelden, habe ich das Gebirgskampfzentrum. Das ist verantwortlich für die gesamte qualifizierte Gebirgsausbildung, sprich Heeresbergführer oder Heeresskilehrer des österreichischen Bundesheeres. Dort auch beheimatet ist eine weitere Ausbildungskompanie, die auch Grundwehrdiener-Ausbildung macht und auch im Westen in den jetzigen Monaten die Lawineneinsatzbereitschaft stellt. Dort ist eine Besonderheit, dass wir eine sehr intensive Kooperation mit der deutschen Bundeswehr haben. Im Wesentlichen bilden wir die Bergführer gegengleich aus. Also nach gleichen Standards, einmal bilden die Deutschen aus, einmal bilden wir aus. Das ist eigentlich das, was die Heerestruppenschule gesamt ist. Ein Anteil davon ist im Burgenland, sprich das Kommando, die Denkfabrik, Grundlagenabteilung, zwei Institute und eine Kompanie. Ein paar Geschichten zum Rückblick 2023. Sie sehen hier im Wesentlichen auch Fotos unserer Waffengattungen und des Gerätes, dessen wir uns bedienen. Und ich hätte jetzt da einmal einen kleinen Film von der Ausbildung
wie die Ausbildung bei uns abläuft. Mein Name ist Major Hiebler Harald, ich bin Hauptlehroffizier für Infanterie am Institut Jäger und darf Sie hier in der Ochatius-Kaserne in Kaisersteinbruch begrüßen. Hier findet gerade die Ortskampfausbildung, Einsatz im urbanen Umfeld der Kaderausbildung 5 statt. Die Kaderausbildung 5 Jäger ist die Ausbildung für den zukünftigen Infanteriezugskommandanten in der Jägertruppe und stellt die hochwertigste Ausbildung für die Unteroffiziere im Bereich der Waffengattung Jäger dar. Mein Name Manuel, Dienstgrad Oberwachtmeister, bin 30 Jahre alt, komme aus Straß, Steiermark. Dort versehe ich auch meinen Dienst beim Jägerbataillon 17. Beide Dinge sind sie da hinten verdichtet. Mitten am Gang, links, rechts sind mehrere Türen. Die Ausbildung dauert 18 Wochen und soll die Inhalte zur Führung des Gefechts auf Ebene des Jägerzugs vermitteln, um die zukünftigen Zugskommandanten für ihre folgende Einsatzaufgabe fit zu machen. Patze! Aus dem Scharneisen links! Die K5 brauche ich für meinen Platz als Zugskommandant in meiner Heimatgarnison, dass ich als Zugskommandant meine Truppe übernehmen kann, die besteht circa aus 40 Soldaten, davon 4 Gruppenkommandanten. Jawohl, das war jetzt ein Kurzauszug eines unserer Lehrgänge, das ist die Kaderausbildung 5, das ist im Wesentlichen der Abschluss der Ausbildung zum Zugskommandanten der Unteroffiziere. Das war jetzt ein Beispiel des Institutes Jäger, das in Kaisersteinbruch da geübt hat. Ja, Zahlen, Daten, Fakten. Wir hatten 2023 knappe 190 Lehrgänge und Seminare, die von 3 Tagen bis zu 7-8 Monaten reichen. Also in der gesamten Bandbreite der Lehrgangsdauer, und wir hatten um die 1600 Teilnehmer. Die Anzahl der Lehrgänge und Seminare ist gegenüber 2022 etwas zurückgegangen, weil wir auch die Last für die Verbände zurückfahren, dass wir weniger Fortbildungen anbieten und die Fortbildungen weniger oft sind und weniger oft verpflichtend. Und im Wesentlichen haben wir um die 1600 Lehrgangsteilnehmer. Das ist eine Zahl, die in etwa gleich bleibt über die Jahre, wobei im Bereich der Kaderanwärter muss ich feststellen, dass wir derzeit noch leicht über dem Bedarf, das das Bundesheer im Jahr hat, sind. Das wird sich aber in den nächsten Monaten tendenziell wieder ein bisschen unterhalb dieses Bedarfes bewegen, wobei ich da nur voll zustimmen kann, dass wir hier Personal brauchen und mehr Personal brauchen. Was haben wir in der Weiterentwicklung gebracht im Bereich der Grundlagenabteilung und der Institute? Wir haben eine Unzahl von Projekten, die wir selbst leiten. Das geht über Drohnen, Gefechtsstände, Einführung von neuen Beobachtungsmitteln, Panzerabwehrwaffen. Wir haben knappe 40 Projekte, wo wir zuarbeiten zu anderen projektführenden Stellen. Das betrifft unter anderem die Nutzungsdauerverlängerung der Schützenpanzer Ulan und der Kampfpanzer Leopard. Das betrifft Erprobungen von nicht mehr, also unbemannten Fahrzeugen am Boden. Also das Gegenstück zur Drohne am Boden.
Wir leiten unzählige Erprobungen, selbst im Ausrüstungs- und im Bekleidungsbereich. Wir haben 12 Vorschriften fertiggestellt und unsere Echtzeitauswertung, die wir für das Bundesheer im Bereich der Duellsimulation haben und die auch immer wieder der Truppe zur Verfügung stellt, haben wir 15 Einsätze gehabt. Was hatten wir an Großvorhaben heuer oder voriges Jahr? Wir hatten, der Herr Brigadier hat es angesprochen, die Konstruktor. Das ist eine Zusammenziehung aller Kaderanwärter des österreichischen Bundesheeres, auch der anderen Waffen- und Fachschulen unter Leitung meiner Schule, eine Woche in Allensteig, wo sie am Abschluss ihrer Ausbildung die Möglichkeit haben, das Erlernte anzuwenden in Standardsituationen, in unterschiedlichsten Gefechtssituationen und das Zusammenwirken der Waffengattungen sehen und auch andere Waffengattungen sehen. Wir hatten unser Highlight im Bereich der Weiterentwicklung, unser sogenanntes Waffengattungsseminar, das wir federführend für das Bundesheer im Bereich der Landstreitkräfte machen. Wir haben uns dabei mit der Schutzoperation beschäftigt. Die Schutzoperation ist auch die Planungsidee für den Aufbauplan. Wie gehen wir in Österreich damit um, wenn wir im Inland zum Einsatz kommen gegen einen vorwiegend irregulär, subkonventionell agierenden Gegner. Dabei waren Dienststellen aus ganz Österreich beschäftigt. Meine Grundlagenabteilung war das ganze Jahr über damit beschäftigt, im Rahmen von Workshops Ableitungen zu treffen, die Truppe einzubinden und zu einer Lösung zu kommen. Diese Ergebnisse fließen dann natürlich in die Weiterentwicklung ein, fließen ein in Vorschriftenerstellungen, fließen ein in, wie soll die Truppe in Zukunft ausschauen und was soll sie können. Was ist der Ausblick 2024? Ähnlich wie heuer, wir haben wieder mehr Lehrgänge geplant, wir sind im Bereich von 200 Lehrgängen. Die Konstruktor wird heuer auch stattfinden, in etwas veränderter Form. Wir werden wahrscheinlich 2 Standorte abdecken, Allensteig und Bruckneudorf. Wir werden das Waffengattungsseminar auch wieder durchführen. Wir werden in diesem Themenbereich bleiben und werden uns mit den Handlungsmöglichkeiten des Bataillons beschäftigen. Und wesentlicher Punkt, der jetzt immer mehr schlagend wird, sind die Beiträge zum Aufbauplan. Und hier ist sehr viel Gedankenarbeit zu leisten. Wir beschäftigen uns derzeit mit dem Ausbildungssystem, das der Aufbauplan von uns abverlangt, nämlich was bedeutet das mit den Zuläufen der ganzen Fahrzeugen und neuen Waffensystemen. Wir beschäftigen uns dabei mit, was heißt das für Einsatzgrundsätze und Einsatzdoktrin, was bedeutet das für die Vorschriftenerstellung und machen bei den Erprobungen weiter. Hier ist aus meiner Sicht das Hauptdenkfeld für das heurige Jahr für meine Schule, wo wir massiv bei dem Aufbauplan mitgestalten können und da entsprechende Rolle haben. Und die auch immer mehr von uns einverlangt wird. Aber wenn ich zusammenfasse, darf ich ein paar Feststellungen sagen. Jeder zukünftige Offizier oder Unteroffizier der Landstreitkräfte des österreichischen Bundesheeres wird an der Schule ausgebildet und wir sind damit auch die zentrale Schule für alle Kommandanten der Landstreitkräfte und wir sind für die Landstreitkräfte, ich will jetzt nicht übertreiben, aber das Hirn in der Weiterentwicklung, ja, oder ein wesentlicher Motor zur Weiterentwicklung. Damit wäre ich am Ende meiner Ausführungen und der von den Oberst Lupersbeck übergeben. Meine geschätzten Damen und Herren, ich darf das Jägerbataillon 19 darstellen. Das Jägerbataillon 19 ist ein Einsatzverband des österreichischen Bundesheeres, ist ausgestattet mit dem Mannschaftstransportpanzer Bandur und beheimatet in Güssing.
Zunächst möchte ich einen Rückblick starten auf das abgelaufene Jahr 2023, weil man hier sehr gut sieht, welche Aufgaben ein Jägerbataillon hat. Zuerst möchte ich beginnen mit der Grundwehrdienerausbildung. Wir haben im letzten Jahr rund 450 Grundwehrdiener ausgebildet. Der Herr Brigadier hat es bereits angeführt. In Wirklichkeit könnten wir sehr viel mehr ausbilden, aber die Grundwehrdienerzahlen sind rückläufig. Das ganze Bundesheer bräuchte mehr. Die drei Gründe wurden auch angeführt. Das sind einerseits sehr viele Grundwehrdiener oder potenzielle Grundwehrdiener fallen aus dem System. Das hat drei Gründe aus meiner Sicht. Sehr viele gehen dem System verloren, weil sie im Zuge der Musterung der Stellung als untauglich bewertet werden. Das heißt, sie stehen weder für den Grundwehrdienst noch für den Zivildienst zur Verfügung. Aus gesundheitlichen Gründen, physisch, aber auch psychisch. Schlicht und einfach gibt es auch immer weniger männliche Staatsbürger, also demografische Gründe. Und zwar weniger im Burgenland, das wurde angeführt, aber auch natürlich viele wählen auch den Zivildienst. Das sind die Gründe dafür. Nichtsdestotrotz, wir versuchen, unsere Grundwehrdiener sehr gut zum Einsatz Soldaten auszubilden. Und die Höhepunkte der Ausbildung sind natürlich für die Grundwehrdiener Schießverlegungen und Übungen. Hier nur einige Impressionen, und das muss man durchaus auch sagen, mittlerweile mit der Mission Vorwärts erkennt man doch, dass wieder Großübungen gefahren werden, dass wieder mehr Budget für Übungen zur Verfügung stehen. Der Abschluss ist unter anderem auch neben einer Abschlussübung ein Gefechtsdienstleistungsbewerb, wo die Grundwehrdiener verschiedenste Aufgaben bewältigen müssen, um ihr Erlerntes eben darstellen zu können. Weiters waren unsere Grundwehrdiener auch im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz eingesetzt, um die Polizei bei der Bewältigung der Migration zu unterstützen. Im zweiten Halbjahr 6 Monate im Einsatz und haben hier die erste Kompanie im Norden im Burgenland geführt. Auch schon angesprochen, gegen Ende oder Anfang August waren die Grundwehrdiener auch bei der Bewältigung des Hochwassers im Raum Güssing eingesetzt. Neben den Grundwehrdienern verfügt das Jägerbataillon 19 auch über unsere Kaderpräsenzeinheit. Das wurde auch schon erwähnt, das sind jene Einheiten, die tatsächlich sehr gut ausgerüstet bereits jetzt sind, sehr gut ausgebildet sind. Und das sind auch jene Kräfte, die wirklich die Speerspitze des Bundesheeres sind, und die werden immer dann eingesetzt, wenn sehr rasch, meistens im Ausland, irgendeine Krise passiert, dann werden diese Kräfte gerufen. Das war auch mit unserer Kompanie so. Aus dem letzten geschlossenen Einsatz der Kompanie, die Kompanie ist 2022 zurückgekehrt. Das letzte Jahr war eigentlich kein Einsatz vorgesehen, aber aufgrund der Lageentwicklung, vor allem am Balkan auch, mussten wir sehr rasch 6 Panzerfahrer in den Einsatzraum Kosovo schicken. Sie haben es vielleicht den Medien entnommen. Im Mai kam es zu Unruhen im Nordkosovo. Es wurden hier ungarische KFOR-Soldaten angegriffen, bis zu 80 Soldaten verletzt, 2 sehr schwer, bei denen musste sogar ein Fuß amputiert werden. Und hier hat sich eben das österreichische Bundesheer entschieden, Panzerfahrer in den Einsatzraum zu schicken, damit die Kräfte vor Ort, die österreichischen Kräfte vor Ort, eben geschützt im Mannschaftstransportpanzer Pandur sich vor Ort im Kosovo bewegen können. Vorausschicken muss ich, dass wir bereits davor 6 Radpanzer in den Einsatzraum geschickt haben. Eine weitere Destabilisierung in Bosnien hat es dann mit sich gebracht, dass wir wiederum Anfang November einen Zug unserer KB-Kompanie in den Einsatzraum Bosnien-Herzegowina entsenden mussten, wiederum aufgrund einer sicherheitspolitischen Lageentwicklung in Bosnien, und das war auch eben sehr kurzfristig, und die Kameraden von unserer KB-Kompanie waren von Anfang November bis kurz vor Weihnachten im Auslandseinsatz in Bosnien.
Letztes Jahr hat sich auch ergeben, eine Zusammenarbeit mit der Exekutive, die Landespolizeidirektion Burgenland hat angefragt, ob es möglich wäre, die sehr gute Infrastruktur in Güssing zu nutzen. Und daher kamen wir zu einer Zusammenarbeit mit der Exekutive. Hier wurden die Einsatzeinheiten der Polizei des Burgenlandes in der Kaserne Güssing ausgebildet. Der Sport wird natürlich beim Bundesheer sehr groß geschrieben und damit natürlich auch beim Jägerbataillon 19. Ein Soldat muss natürlich fit sein. Und hier haben wir wieder das Jägerbataillon 19. Sehr gute Ergebnisse bei diversen Meisterschaften, auch bei der Bereichsmeisterschaft im Burgenland, erringen können, worauf man natürlich als Kommandant sehr stolz ist. Und eine weitere Ausbildung, die uns betrifft, ist natürlich der Alpindienst, weil man als Jägerbataillon natürlich auch im Gebirge eingesetzt werden kann. Wir, das Jägerbataillon 19, öffnen auch sehr gerne, wenn es möglich ist, die Kasernentore, weil wir natürlich der Bevölkerung auch zeigen wollen, was ein Jägerbataillon leistet. Dazu haben wir gegen Ende des Schuljahres einen Tag der Schulen oder zwei Tage, wo wir die Schulen aus der Region eingeladen haben und auch einen Angehörigen-Tag für die Grundwehrdiener, wo die Freunde und Angehörigen der Grundwehrdiener eingeladen wurden, um sich zu präsentieren. Beide Events waren sehr erfolgreich. Wir konnten alleine über 900 Schülerinnen und Schüler nur aus der Region bei uns begrüßen. Die Schüler haben natürlich verschiedenste Stationen, sind sie durchlaufen, von sportlichen Erlebnisstationen bis hin die kulinarische Ecke des Heeres darf natürlich auch nicht fehlen. Und was natürlich sehr gut angekommen ist, war auch die Mitfahrgelegenheit mit dem Mannschaftstransportpanzer Pandur. Eine Besonderheit in diesem Zusammenhang ist auch eine Kooperation mit dem Gymnasium in Güssing. Hier laden wir die 7. Klassen ein, natürlich auf Freiwilligkeit, in die Kaserne, um das Soldatenleben kennenzulernen. Die Schüler gehen ja dann in Kürze zur Musterung. Hier kleiden wir die Schüler militärisch ein und sie durchlaufen dann auch verschiedenste Erlebnis- und Ausbildungsstationen und Sportstationen. Und der Höhepunkt für die Schüler ist dann, dass auch am Garnisonsübungsplatz übernachtet wird, wie hier dargestellt, in einer selbst errichteten Notunterkunft. Ziel und Zweck ist natürlich, dass wir den jungen Staatsbürgern, den Schülerinnen und Schülern näher bringen wollen, den Grundwehrdienst, dass sie sich möglichst für den Grundwehrdienst entscheiden, und natürlich wollen wir auch präsentieren, dass Jägerbataillon 19, die Garnison Güssing, als attraktiven Arbeitgeber. Eine Besonderheit bei unserem Traditionstag 2023 war auch wieder, wir konnten wieder eine Partnerschaft abschließen. 2022 haben wir abgeschlossen eine Truppenpartnerschaft mit einem deutschen Jägerbataillon aus Nordhessen. Ich komme darauf noch zu sprechen, weil es uns sehr viele Möglichkeiten gibt. Und heuer konnten wir längst überfällig eine Partnerschaft mit unserer Stadtgemeinde Güssing abschließen unter Anwesenheit zahlreicher Ehren- und Festgäste. Das Jägerbataillon 19 ist auch mobilmachungsverantwortlich für das Jägerbataillon Burgenland. Das Jägerbataillon Burgenland ist das Milizbataillon des Burgenlandes. 2023 hat zwar keine Großübung stattgefunden für das Jägerbataillon Burgenland, aber wir konnten das Führungspersonal, alle Offiziere am Führungssimulator in der Einsatzaufgabe schulen. 2024 wird es wieder eine Übung mit dem Jägerbataillon Burgenland geben. Bereits angesprochen habe ich die Truppenpartnerschaft mit dem Jägerbataillon 1 aus Schwarzenborn in Nordhessen. Das gibt uns tatsächlich die Möglichkeit, immer wieder nach Deutschland zu Übungen zu fahren, sehr realitätsnahe Übungen. Das hat begonnen im ersten Jahr, da haben wir verlegt für 2 Wochen in die größte und modernste Ortskampfanlage Europas, in die Übungsstadt Schnökersburg, wo der Kampf im urbanen Raum geübt wurde. Und wir sind auch jetzt noch immer wieder in einen Austausch. Entweder kommen die deutschen Kameraden zu uns ins Bataillon oder eben umgekehrt, um hier ausbildungsmäßige Synergien zu erzielen.
Auch im letzten Jahr haben wir im Oktober wieder für 2 Wochen nach Deutschland verlegt, zu unserem Partnerverband. Und hier wurde auf Gegenseitigkeit am Garnisonsübungsplatz der deutschen Kameraden der Angriff und die Verteidigung wieder im Zuge einer Großübung sehr realitätsnah geübt. Damit bin ich schon bei einem kurzen Ausblick. Sie ist sehr ähnlich gestaltet wie das abgelaufene Jahr. Wir haben natürlich wieder Grundwehrdiener auszubilden im Jänner, September und November. Dann werden wir dieses Jahr auch wieder Kaderanwärter ausbilden. Das sind jene Teile, die sich dazu entschlossen haben, also Berufssoldat zu werden und entweder die Unteroffiziers- oder Offiziersausbildung einschlagen. Und hier haben wir eben den ersten Lehrgang durchzuführen. Wir werden wieder auch mit den deutschen Kameraden zusammenarbeiten und ansonsten Kaderfort-Weiterbildungen und auch der Führungssimulator ist eine gute Möglichkeit, um das Führungspersonal weiterzubilden. Ansprechen möchte ich noch, auch im Zuge der Mission Vorwärts, dass es wieder Großübungen auch in Österreich gibt und auch hier sind wir eingebunden, das Jägerbataillon 19 in der größten Übung des heutigen Jahres der Streitkräfte, das ist die Schutzschild 24 beziehungsweise die Eurat 24. Zusätzlich werden wir noch eine Großübung, eine Verbandsübung im Raum Güssing fahren. Hier war geplant, dass auch die deutschen Kameraden zu uns dazustoßen. Das hat sich jetzt im letzten Moment geändert. Warum? Weil das Jägerbataillon 1 in Deutschland an der Ostgrenze der NATO eingesetzt ist und nach Litauen verlegt. Daher für unsere Übung leider nicht zur Verfügung steht. Und schlussendlich werden wir noch eine Übung mit dem Jägerbataillon Burgenland durchführen. Was natürlich auch wieder ein Thema ist, ist der sicherheitspolizeiliche Assistenzeinsatz in Burgenland. Hier haben wir das zweite Quartal, wo wir wiederum die erste Kompanie in Burgenland übernehmen werden. Und ein Auslandseinsatz ist ebenfalls wieder geplant für unsere Kompanie, die KB-Kompanie. Hier wird gerade vorbereitet für einen Auslandseinsatz in Bosnien. Wir stehen unsere Kompanie bereit als Reserve. Sollte sich die Lage negativ entwickeln, müssen die Kameraden innerhalb von 3 Tagen im Einsatzraum Bosnien ab März für ein halbes Jahr vorgesehen eben wirksam werden. Damit bin ich schon am Ende meines Vortrages. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bevor ich für Fragen zur Verfügung stehe, darf ich auch noch auf ein gesellschaftliches Event hinweisen. Wir sind ja auch sehr verwurzelt. Im Südburgenland wollen da etwas der Gesellschaft auch zurückgeben und darf daher auch die Medien einladen zu unserem Garnisonsball, der nächsten Samstag am 27. in den Räumlichkeiten der Kaserne Güssing stattfinden wird. Danke für die Aufmerksamkeit. So, geschätzte Damen und Herren, ich darf eine Kurzzusammenfassung unserer Pressekonferenz noch geben. Die Ereignisse rund um den Krieg in der Ukraine haben uns sehr drastisch vor Augen geführt, dass der Frieden, den wir die letzten Jahrzehnte genossen haben, nicht selbstverständlich ist, fällt nicht von dem Himmel. Und die Ereignisse in der Ukraine haben uns auch gezeigt, wie wichtig es ist, dass die Staaten, Europa gesamtheitlich in der Lage sind, ihre Energie, ihre kritische Energieversorgungsbereiche zu schützen oder zu verteidigen. Ja, wir reden von Verkehrsknotenpunkten, wir reden von Strom, Elektrizität, wir reden von Verkehr, Kraftwerken, Staudämmen, all das, weil all das, wie Sie wissen, in der Ukraine ein wesentlicher Angriffspunkt der Kriegsentwicklung ist. Das heißt, wir müssen uns darauf vorbereiten und dieses Budget, das wir jetzt erhalten haben, leitet die historische Trendwende ein und gibt uns wieder dem Bundesheer die Möglichkeit, uns auf die Aufgaben der militärischen Landesverteidigung vorzubereiten. Letztendlich ist ein Investment in das österreichische Bundesheer ein Investment in Frieden und Sicherheit in Österreich, in Kriegszeiten, in Krisenzeiten. Ich darf auch vermelden, und das ist sehr wichtig, nämlich auch motivationsmäßig wichtig, dass die Beschaffungen, die letztes Jahr angelaufen sind, auch ankommen, auch bei uns. Und wir uns aber mit Sicherheit ganz wesentlich auch konzentrieren müssen auf den personellen Bereich. All diese Beschaffungen sind gut und wichtig und eine wesentliche Voraussetzung, aber wir müssen auch sicherstellen, dass wir das Personal dafür haben,
all diese Beschaffungen dementsprechend zu implementieren und auch für die militärische Landesverteidigung, für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher auch nutzbar einzubringen und anzuwenden. Ich darf mich bei Ihnen allen bedanken für Ihr Kommen. Ich darf Sie ersuchen, uns tatsächlich bei der Personalsuche zu unterstützen. Ich glaube, wir haben die Grundlagen geschaffen für die Informationen. Ich hoffe, dass wir auch angesprochen werden. Ja, ich bin 100% überzeugt, dass das Bundesheer ein attraktiver Arbeitgeber darstellt. Es gibt keinen Beruf im Bundesheer oder es gibt keinen Beruf außerhalb des Bundesheers, den es nicht auch im Bundesheer gibt. Es ist ein super spannender Beruf und ich glaube, wir bieten wirklich sehr, sehr gute Voraussetzungen für Jung und Alt, für militärisch und zivil.